So, zweiter Teil zu unserem Thema echte Umkehr, Wiedergeburt. Folie funktioniert. Und ich möchte jetzt einige Beschreibungen weitergeben, wo echte Buße noch nicht vollständig und noch gar nicht passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für einige wichtig ist, die heute nicht hier sind. Also gib das diesen Leuten bitte weiter. Also, meine Lebensbeobachtung ist, wir sind in einem Gottesdienst, wir machen einen Aufruf für Jesus, Leute kommen nach vorne. Einige erleben echte Umkehr, du merkst von heute auf morgen, das hat gescheppert da, da hat Gott Veränderungen gegeben. Und dann siehst du andere, die hampeln rum, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, da ist die Buße nicht durchgedrungen. Und davon möchte ich euch fünf verschiedene aufzeigen. Und sagt diesen Leuten, es gibt Hoffnung für sie, ja? Dass sie also da wirklich die Sache klar machen müssen. Denn wenn bestimmte Dinge nach der Bibel eingehalten werden, werden diese Leute auch eine Veränderung erleben. Ja? Das erste, was ich beschreiben möchte, ist eine unvollständige Wiedergeburt, also Neugeburt. Das heißt, da sind also Leute, die ein Übergabegebet sprechen, aber du merkst, die kommen nicht richtig durch. Das heißt, wenn du mit denen dann ins Gespräch kommst, wirst du feststellen, naja, Jesus ist ja schon auch der Erlöser für sie, aber da sind noch viele andere Dinge. Die versuchen dann noch so mit Eigenerlösung, da werden wir dann im zweiten Teil noch ein bisschen drauf eingehen. Wenn du dann sprichst über das, was Jesus für sie am Kreuz getan hat, das scheint dann immer so kilometerweit entfernt zu sein für sie. Es scheint irgendwie nicht greifbar zu sein. Jo, Jesus ist für mich gestorben, weiß ich, vom Kopf. Mein Herz erlebt das aber nicht. Versteht ihr das? Ja. Ja. Okay. Du sprichst vom stellvertretenden Tod. Guck mal, an deiner Stelle ist Jesus gestorben. Ja, nicht. Aber die Wucht trifft sie nicht. Ja? Oder du sagst, dass Jesus Zeichen und Wunder als Mensch auf dieser Erde getan hat. Gott, Jesus war vollkommen Gott, Jesus war vollkommen Mensch. Wenn Jesus vollkommener Gott Zeichen und Wunder gewirkt hat, bin ich immer noch fasziniert von ihm, aber das werde ich nie erreichen. Warum? Weil ich nicht Gott bin. Aber wenn ich sehe, dass Jesus als Mensch die Zeichen und Wunder getan hat, dann kann ich sagen, boah, ich bin auch Mensch. Und wenn ich jetzt so lebe wie Jesus, kann ich das Gleiche tun wie Jesus. Ja? Aber das scheint für dir so meilenweit weg zu sein. Oder du sagst dann, sprichst von der Schönheit der Buße, und dann melden sich Leute vom Seminar ab. Die gehen einfach nach Hause. Ja? Und du merkst, das Ding ist nicht durchgebrochen. Hier steht also eine innere Störung. Hier besteht also eine Störung des Wollens und des Erlebens. Das heißt, auf der einen Seite haben sie es gehört, aber sie wollen das nicht richtig. Das heißt, die Wiedergeburt ist nicht durchgebrochen. Das heißt, die Leute wollen zwar Christus haben, so unter dem Motto, naja, 50% Jesus reicht mir und 50% versuche ich mein eigenes Leben zu leben. Und wer so lebt, wird das Christsein nicht in der neutestamentlichen Qualität erleben. Ja, das nenne ich also Leute, wo die Wiedergeburt unvollständig ist. Ist nicht ganz durchgebrochen. Eine unvollständige Wiedergeburt. Die zweite Situation, das sind die dauernd unreifen Christen. Das sind also Leute, ich meine, wenn du sagen wir mal 1, 2, 3 Jahre im Glauben bist und dann auch an manchen Stellen unreif bist, alles klar. Ganz normal. Ja? Aber wenn du jetzt nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, die einfachsten Dinge, boah, der hat mich wieder verletzt. Dann denkst du, ey, was wird denn nur verletzt in mir? Der neue Mensch kann doch gar nicht verletzt werden. Das ist doch ein Jesus. Und dann denkst du, nein, es lebe der Kindergarten. Ja? Das heißt also, da sind Christen, die schon auch Jesus angenommen haben, versteht ihr? Aber die bleiben dauernd unreif. Und dauernd unreife Christen, das sind also Leute, die Wachstumsstörungen haben. Ja, wenn du eines deiner Kinder
nicht, wenn du merkst, dass das Wachstum nicht richtig passiert, du bist sofort parat. Ja, und lässt das untersuchen. Aber wir lassen Christen 20 Jahre unreif laufen und denkst, das ist doch nie wahr. Ja. Das heißt, Wachstumsstörung des Kleinkindes in der Medizin ist ein anderes Wort für Empfangsstörung. Von den ersten Christen heißt es, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der apostolischen Lehre, in der Herzensgemeinschaft, zueinander im Brotbrechen und im Jesusmahl und im Gebet. Ja, ich mache mal dieses Beispiel, wenn ich diese Bibelstelle nehme, nehme ich immer so einen Stuhl. Herzog, wie viel Stuhlbeine hat dieser Stuhl? Vier. Okay. Was wäre, wenn ich einen absägen würde? Der fief sein. Na, dann würde ich also wahrscheinlich aus der Balance kommen. Ne? Wenn ich ein zweites Bein abschneiden würde, ja. Und genauso ist das mit dem Christsein. Das Christsein wird aufgebaut auf vier Säulen. Das erste ist apostolische Lehre. Apostolische Lehre bedeutet eben, dass der Christus in uns wichtig ist. Das heißt, nächsten Samstag werde ich hauptsächlich über den Christus in uns sprechen. Was der Jesus in uns hervorgebracht hat und bringen möchte. Dann in der Herzensgemeinschaft. Das ganze Ding mit Gott ist eine Freundschaft. Ja? Auch untereinander ist Herzensgemeinschaft wichtig. Ja? Gibt es hier Brüder und Schwestern, auf die kann ich mich verlassen? Ja? Wenn ich jetzt meinetwegen mal auspacke, weiß ich, dass das nicht weitergeht. Ich würde ja nicht auspacken, wenn ich nicht weiß, dass es geschützt ist. Versteht ihr? Brotbrechen, also die Power vom Jesusmahl, vom Abendmahl. Oder dass sie im Gebet bleiben, dieses Bleiben im Gebet. Fehlt eines dieser Elemente, das heißt apostolische Lehre, Herzensgemeinschaft, Brotbrechen mit Herrenmahl, Gebet, so entstehen Wachstumsstörungen. Ja, sagen wir mal an, du sagst, ich werde jetzt mal 3 Monate kein Abendmahl nehmen. Was passiert denn da? Du beraubst dich. Ja, ich habe mit dem Zoff, yo, mach die Beziehung zu der Person klar. Wir brauchen das Abendmahl. Warum? Weil daraus kommt Kraft. Es gibt also viele Erweckungsbewegungen, die entstanden sind, weil Leute sich eine ganze Woche auf das Abendmahl vorbereitet haben. Viele Abendmahle, die wir feiern, sind einfach so oberflächlich. Oh, wir nehmen jetzt mal das Jahr, oh, segne die Kirche, bam, bam, bam. Na, es gibt 1830, gab es in Ridge in Pennsylvania, gab es Veranstaltungen, wo die sich eine ganze Woche vorbereitet haben. Am siebten Tag, die das Abendmahl genommen haben, kam ein Geist der Buße auf diese Leute, die haben die ganze Nacht durchgeweint. Die haben so geweint vor Gott und dann am nächsten Tag haben die Mahl des Herrn genommen, da sind Zeichen und Wunder passiert. Das gleiche ist passiert bei George Whitefield in Glasgow, bei den Methodisten. Die waren so sauer auf ihre eigene Kraftlosigkeit, ne, dass die am 1.1.1739 haben die sich mit 60 Leuten von Silvester auf Neujahr haben die sich eingeschlossen und haben gesagt, wir werden jetzt Gott suchen, bis er kommt. Haben keine Böller verschossen, haben kein Shampoos angestoßen, sondern die haben einfach Gott gesucht. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich weiß zwar nicht, warum das immer so um Mitternacht ist oder um 3 Uhr morgens. Um 3 Uhr morgens haben die das Mahl des Herrn genommen. 60 Leute. Vorher haben die erstmal alles geklärt in ihrem Leben. Das waren alles die besten Prediger von Großbritannien. Und dann kommt der Heilige Geist. Und weißt du, was passiert ist? Zu der Zeit, etwas später, war die Französische Revolution. Die sagen, Großbritannien hat keine Revolution erlebt, weil eine geistliche Erweckung da war. Tausende sind zum Glauben gekommen. Tausende. Das heißt, der anglikanische, der John Wesley war einer von diesen Methodisten, der war anglikanischer Priester, der wurde in keiner Kirche mehr zugelassen. Der durfte nicht mehr predigen. Ne? Die haben ihn verfolgt. Ne? Da sind Leute auf die Bäume gestiegen, wenn er vorbeigeritten ist, haben die ihn angepinkelt von oben.
Er durfte in keine Kirche mehr rein. Da hat er gesagt, wenn ich in keiner Kirche mehr predige, predige ich draußen. Ich sehe draußen meine Kanzel. Manchmal ohne Verstärker hat er zu 20.000 Leuten gesprochen. Der hat eine Röhre gehabt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Ja, ne? Und das fing an, weil die einmal mit dem Abendmahl, vor dem Abendmahl so klar Schiff mit Gott gemacht haben, dass keine Zweideutigkeit mehr. Nichts. Nichts mehr. Bam! Da kam Gott. Wollen wir das? Amen. Wer es unterlässt, täglich aus Gebet heraus das Wort Gottes als Nahrung aufzunehmen, entzieht sich selbst der Nahrung und das kommt einem Mordanschlag auf das geistliche Leben gleich. Das heißt, wenn du dich nicht geistig ernährst jeden Tag, wirst du deinen geistlichen Menschen töten. Ja, das reicht doch, wenn ich am Samstag bin oder am Sonntag. Nein, 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 nein. Du brauchst deine eigene Zeit mit Gott. Und nicht nur YouTube. Predigen. Du brauchst Wort Gottes pur. Ja, Amen. Ja, und manchmal lese ich, da denke ich, boah, das sagt mir heute gar nichts. Geht's dir auch mal? Ja. Boah, jetzt ist aber tote Hose heute, ne? Ich sage, Heiliger Geist, gib mir doch Wesen, dass ich einen halben Satz oder ein Wort behalte für den heutigen Tag, ne? Dann lese ich weiter, und nur weil ich durchgehalten habe. Plötzlich kommt ein Bibelvers, der ballert mich um. Ja. Und dann denke ich, ja. Gut, dass ich durchgehalten habe. Ja. Ne? Genau. Jede andere Beschäftigung mit dem Wort Gottes führt zu intellektuellen Erkenntnissen. Du musst mit dem Heiligen Geist das Wort Gottes lesen, aber nicht zur Kräftigung des inneren Menschen. Und deshalb ist wichtig, dass Unreife rauskommt. Der dauernd unreife Christ, der muss also an dieser Stelle erkennen, er muss umkehren, er braucht diese vier Dinge, er braucht die Gemeinschaft mit Gott. Dann das Dritte, wo Wiedergeburt nicht durchgekommen ist, das sind die unverbindlichen Christen. Kennt ihr unverbindlich? Kommst du heute nicht, kommst du übermorgen. Genau. Ich bin um 9:30 da, komm gar nicht. Pastor sagt, kann ich mich auf dich verlassen, 100%. Oder abzumelden, kommen sie gar nicht. Ja? Aber das sind alles geliebte Menschen. Versteht ihr? Wir hacken nicht auf sie rum, aber da ist irgendetwas in dem geistlichen Prozess nicht richtig gelaufen. Die Bibel sagt in Sprüche 21,8, wer mit Schuld beladen ist, geht krumme Wege. Wer aber rein ist, dessen Tun ist gerade. Das heißt, der Zusammenhang zwischen mangelnder Buße und Unverbindlichkeit ist immer wieder aufzeigbar. Zeig mir einen unverbindlichen Christen und ich sag dir, diese Person hat irgendetwas an Sünde, was sie versteckt. Weißt, wenn ich werde verbindlich, wenn ich klar bin. Warum? Ich habe ja nur noch ein Ziel. Ich will so werden wie Jesus. Für mich ist Jesus kein Hobby. Für mich ist Jesus mein Ein und Alles. Es geht nur noch um Jesus. Und alles andere ist nebenbei. Dass ich Kohle verdiene, fein. Na, aber das Wichtigste ist meine Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Es gibt nichts Wichtigeres. Also nochmal, der Zusammenhang zwischen mangelndem Schuldbekenntnis und Unverbindlichkeit ist immer nachweisbar. Wer rein ist, wird auch einen entsprechenden Lebensstil entwickeln. Da sagen einige, ja, aber das kann ja nicht von heute auf morgen sein. Bei manchen schon. Bei manchen ist das eine Entwicklung, aber du wirst sehen, dass eine Veränderung kommt. Und bei Leuten, die über 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, wenn da keine Veränderung da ist, ich glaube nicht, dass diese Person wiedergeboren ist. Die Person, die wiedergeboren ist, wird sagen, mit Haut und Haaren Jesus, egal was in der Vergangenheit war, ja, ich bin nicht genug geliebt worden, bla 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 bla, werden wir unsere Ausreden. Weg damit, du bist ein Mann, du bist eine Frau, nimm Verantwortung für dein Leben, in Jesu Namen. Das Charisma der Ausrede ist hiermit beendet. Ja, und ich sage, ja, ich möchte klar sein vor dir. Ich habe noch keinen Christen kennengelernt, der echt radikal Jesus nachfolgen wollte, der sich nicht auch in praktischen Dingen verändert hat. Wenn du klar bist mit Gott, wird deine Sexualität klar. Wenn du klar bist mit Gott, wird deine Pünktlichkeit klar. Sag mal, dein Nachbar redet gerade von mir.
Es wird Klarheit im Umgang mit Finanzen, Klarheit in Gemeindeverbindlichkeit, Klarheit. Ja, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt siebenmal, bin ich ins Fettnäpfchen getreten, habe an der Stelle noch keinen Sieg, kein Thema, wir stehen auf, achtmal und wir gehen nach vorne. Amen. Sagst du, ja, mit sieben, achtmal, bei mir schon 124 Mal, kein Problem. Aufstehen, 125. Mal, weiter. Herr, schick den Geist der Buße über mich und jetzt weiter nach vorne. Ja, das heißt, keine Ausrede mehr für Schwachheiten. Es ist Sieg im Namen von Jesus. Amen. Okay, so. Das vierte Beispiel, wo du erkennen kannst, dass die Wiedergeburt nicht durchgekommen ist, der anhaltend frustrierte Christ. Der ständig enttäuschte Christ. Bei ihm ist Enttäuschtsein das eigentliche Lebensprinzip. Er geht von Enttäuschung zu Enttäuschung. Ich weiß ja, wenn ich mich jetzt Gott hingebe, die nächste Enttäuschung wartet auf mich. So sind die gestrickt. Und wenn du so gestrickt bist, wirst du das auch erleben. Die innere grobe Mechanik dieser geistigen Störung ist ungefähr so. Der geistig nicht gewachsen und durch Sünden und Niederlagen stecken gebliebene und vergiftete Christ hat eine Dauerstellung in seiner gefallenen Stellung, in seiner gefallenen Person, in seiner sündigen Person eingenommen. Er will aber nicht wahrhaben, dass bei ihm der Fehler ist, sondern er sagt, die anderen sind tiefer gefallen als ich. Wenn die sich anders verhalten würden, dann würde es mir nicht so schlecht gehen. Ja, so verschafft er sich seinen inneren Ausgleich und die gesuchte oder eingebildete Negativerfahrung der anderen Christen. Er will nicht aufstehen, sondern die anderen zu sich runterziehen. Diesen Leuten sage ich immer, guck mal, Jesus sagt, schau nicht auf die Splitter bei den anderen, sondern schau auf deinen eigenen Balken. Ja. Matthäus 7,3. Die Wurzel dieser Verhaltensweise, Leute, die also ständig in Frustration sind, ist purer geistlicher Stolz. Der Sünde der chronischen Enttäuschung kannst du nur entkommen, indem du sagst, Jesus, ich demütige mich vor dir. Nicht die anderen, ich schaue nicht auf die anderen, ich schaue auf mein Verhältnis zu dir. Ich demütige mich vor dir und ich habe Schuld auf mein Leben geladen. Warum? Weil ich habe mich zurückgezogen in mein Schneckennest, das Schneckennest ist Enttäuschung. Und ich komme heute mit der Gnade Gottes aus dem Schneckennest heraus und sage, Gott, ich danke dir dafür, dass du mich geliebt hast und ich habe nichts mehr mit Enttäuschung zu tun. Und wenn das nächste Mal wieder Enttäuschung auf mich kommen will, dann habe ich Antibiotika, geistliches Antibiotikum. Und zwar 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Freut euch in allem. Amen. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Betet ohne Unterlass. Da kann ich ja gar nicht, ich muss da arbeiten gehen. Die haben sich verstanden, Gebet hat nichts mit dem Intellekt zu tun. Gebet hat mit Herzensaustausch zu tun. Und drittens, seid dankbar. In allen Lagen. Jesus, aber wie kann ich dankbar sein für Sünde? Nein, du sollst nicht für Sünde dankbar sein, sondern sollst für das dankbar sein, wo Jesus dir eine Alternative aufzeigt. Für seine Erlösung. Schau auf den Erlöser. Sein Name ist Jesus. Amen. Der Geist Gottes muss diese Person die tödliche Arroganz aufzeigen, immer ständig in Niederlagen zu leben. Oder Leute sagen, ich muss mir zweimal im Jahr die Kante geben. Christen, die checken nichts. Die checken nichts. Ich muss mir überhaupt keine Kante geben. Warum? Wen der Sohn frei macht, der ist frei. Amen. So. Das fünfte Muster für Leute, die nicht richtig Buße getan haben, das sind gemeinschaftsfeindliche Christen. Christen, die keine Herzensgemeinschaft suchen. Das heißt, in Sprüche 18,1 heißt es, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und gegen alles, was gut ist, geht er an.
Die Zürcher Bibel, fand ich, habe ich gestern mal noch angeguckt, sagt, der Dumme hat kein Gefallen an Erkenntnis. Wer sich absondert, folgt seinen eigenen Wünschen. Er widersetzt sich aller Klugheit. Was wird gesagt? Wer? Das ist Sprüche 18,1. Er sagt also, wer sich von der geistlichen Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern absondert, vollzieht fast schon den letzten Schritt seines Abfalls von Gott. Wer sich absondert, sucht, was ihn gelüstet. Leute, die wiedergeboren sind, die haben immer Sehnsucht nach Christen, Gemeinschaft zu haben mit Christen, die nach vorne wollen. Nicht mit problemorientierten Christen. Oh, ich habe schon wieder ein Problem. Hör mal auf. Ich rede jetzt erstmal über drei Sachen, wo du Gott erlebt hast. Das vierte kann ein Problem sein. Versteht ihr? Ja? Zunächst gibt uns dieses Wort den Hinweis, dass der sich isolierende Christ seinen eigenen Gelüsten folgt. So ist das Meiden der Gottesdienste, der Seminare, des Hauskreises, der Ausdruck einer gewissen Logik in dem Lustgefüge dieser Menschen. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 10, 24 und 25, verlasst die Versammlung nicht, achtet aufeinander, reizt euch zur Liebe an und zur Liebe und zu guten Werken und ermahnt euch. Also nicht die Gottesdienste verlassen, nicht ihr Seminare verlassen. Ja, ich kann mich erinnern, Leute, wenn ich in Deutschland bin, dann habe ich Seminare, 40, 50, 30, 20 Leute. Wenn ich im Ausland bin, da ist ein Hunger nach Gott. So ein Seminar unter 500, passiert nichts. Ich war in Kuba, muss ich mir vorstellen. Wir sind am ersten Tag vom KGB erwischt worden. Wir haben öffentlich in einem Biergarten. Biergarten haben wir angemietet und dann haben wir 118 Leute gehabt, Leiter aus ganz Kuba, habe ich geschult. Habe ich Papier mitgebracht, Kugelschreiber mitgebracht, zwei von denen waren Spione. Wie habe ich das rausgefunden? Die mussten Aufgaben erledigen, zwei haben es nicht gemacht. Ich wusste genau, das sind Spione. Am nächsten Tag kam die kubanische Regierung und hat gesagt, es ist verboten. Ich habe gesagt, ich ziehe das durch, ich bin Deutscher. Ich rede nicht gegen die kubanische Regierung, ich habe nur die wichtigste Botschaft, Jesus und das Reich Gottes. Hab ich drei Tage durchgezogen. Halleluja. Jeden Tag 12 Stunden. Nach einem Jahr, sitzt hier, hat er angeschnallt, nach einem Jahr bin ich zurückgekommen, hatten diese Leute, diese 116 Pastoren, 525 neue Gemeinden gekommen. Amen. So ein Hunger nach Gott. So ein Hunger nach Gott. So ein Hunger nach Gott. Die haben aufgeschrien. Also ich hätte nach einer Stunde die Sehnenscheinentzündung. Ne? Die haben den Hunger nach Gott, versteht ihr? Das will Gott uns schenken. Ein Hunger. Warum? Weil das, was auf uns zukommt, wird eine Flut sein. Es wird eine geistliche Flut auf uns zukommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, wie kommen diese Leute raus? Dass sie auf die Knie gehen und sagen, Gott vergib mir, Gott vergib mir, Gott vergib mir. Schick mir den Geist der Buße. Schick mir den Geist der Buße. Und dann kommt der Heilige Geist. Amen. Amen. So, habt ihr zu diesem ersten Teaching Fragen? Sonst gehe ich jetzt zum zweiten. Alles geklärt? Okay. Jetzt gehen wir zu dem Thema, dass wir befreit werden von den Dingen aus der Vergangenheit. Dass wir unser Reisegepäck aus der Vergangenheit loswerden. Richtig? Okay. Wir gehen mal zur Folie 22. So, wer liest das mal? Wer liest mal 1. Mose 1, 27? Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Genau, was steht da? Dass Gott
den Menschen als Abbild erschaffen hat. Genau. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier gibt es also zwei, ich gebe euch mal eine andere Bibelübersetzung von die Gute Nachricht Bibel, die übersetzt den Vers so: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, Gottes Abbild, das bedeutet, wir ähneln in dem, wie Gott uns gemacht hat, Gott. Wir ähneln Gott. Und nach seinem Abbild bedeutet, wir haben sein Profil, wir sind keine exakte Kopie, sondern wir haben sein Profil. Das heißt, Geist, Sinn und Leib zum Beispiel ist etwas, was wir von Gott übernommen haben. Das Wort Ebenbild ist das Wort Teselem, T-S-E-L-E-M, und bedeutet ein Schatten von. T-S-E-L-E-M. Ein Schatten von, ein Phantom, eine Illusion. Das heißt, du denkst, das ist doch Gott. Nein, das ist nur der Mensch. Gott ähnlich. Ja? Für einen Augenblick muss die Schöpfung gedacht haben, dass der Mensch Gott wäre, aber es war nur Adam der Mensch. Es wird uns gesagt, dass Adam Gott ähnlich war oder vergleichbar zu Gott. Er ist zu vergleichen mit Gott. Das bedeutet Folgendes. Wenn du das jetzt verstehst, wenn also jetzt diese Neugeburt, wenn du durch Buße hineinkommst in das Reich Gottes, diese Neugeburt in dir stattfindet, dann gehörst du Gott, du fängst an, Gott zu repräsentieren. Das heißt, du siehst dich jetzt nicht mehr als Mickey Mouse. Wir haben ja alle dieses Verständnis, hast du Abi? Naja, hast du kein Abi? Kannst knicken. Na? Was ist dein Einkommen? Unter 1500, zweite Klasse. Gibt es bei Gott nicht. Ja? Wir sind eine klassenlose Gesellschaft. Es gibt keine Klassen, es gibt keine Stände. Ob du jetzt Sinti bist oder Deutscher oder ob du Mannheimer bist oder was du Hooligan bist, egal. Entweder bist du in Gott oder nicht. Alles andere gibt es bei Gott nicht mehr. Ja, wir gehören Gott und wir repräsentieren ihn hier auf dieser Erde. Das heißt, wir können diesen Gott der Bibel durch Jesus Christus kennenlernen. Wir tragen die Imprägnierung Gottes in uns. Oder man kann auch sagen, die Tätowierung. Ja, alle, die Tattoos haben, das ist, wir haben das Tattoo von Jesus in uns. Wir leben also in einer nie endenden Beziehung zu Gott. Und wir dürfen uns die Erde untertan machen in seinem Sinne. So, ihr wisst alle, dass durch die Sünde diese Beziehung zu Gott kaputt gemacht worden ist. Und die Sünde ist die Voraussetzung, dass Buße geschieht. Aber, das ist das so, jetzt, was bedeutet das? Was ist Sünde? Ungehorsam war zum Beispiel Ungehorsam gegenüber Gott, Adam und Eva, führte zum Rauswurf aus dem Paradies. Der Mensch wurde von Gott getrennt. Er verlor seine wahre Identität, deshalb in Deutschland hast du eine Ansammlung von Waisen und Sklavenleuten mit einer inneren Sklavenmentalität und Waisenmentalität. Die können sich nicht als Söhne, als Töchter Gottes annehmen, dass sie von Gott geliebt sind, ohne Leistung. Können nicht, geht nicht. Warum? Es zählt nur Leistung in dieser Gesellschaft. Und jetzt kommst du ins Reich Gottes und jetzt legst du die Waisenmentalität. Zum Beispiel Robin Hood. Wer von euch hat gerne Robin Hood geguckt? Waisenmentalität. Hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Jetzt habe ich aber einige fertig gemacht. Ne? Hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Ich bin nicht aufgrund, dass ich mir das Recht erkaufe, ein Sohn Gottes, sondern weil ich in der Beziehung zu Gott lebe, bin ich ein Sohn. Amen. Amen. Wenn ich das verstehe, ich habe jetzt ein Seminar ausgearbeitet, die 5 Wachstumsstufen in Jesus. Wenn ich meine Erbschaft in Jesus annehme, gehe ich nicht mehr von Mangel zu Mangel. Gott wird all meinen Mangel ausfüllen. Das sind Leute, die in einer Waisen- und Sklavenmentalität leben. Wir leben jetzt nicht mehr in der Wüste wie das Volk Israel, sondern wir leben im verheißenen Land. Das heißt, wir gehen nicht mehr von Mangel zu Mangel, sondern wir gehen von Versorgung zu Versorgung. Amen. Ne? 21 Klaviere. Ein Geschenk. Der Heilige Geist sagt, ich war in Kuba gewesen, ich habe in meinem ganzen Leben nur einen Seidenanzug gehabt. Einen Seidenanzug. Ich habe zwar Anzüge, aber keine Seidenanzüge mehr.
In Kuba sagt der Herr, verschenkt den Seidenanzug. Den ganzen Koffer habe ich verschenkt. An Klamotten. Das Einzige, was ich zurückgenommen habe, waren die Klamotten, die ich anhatte. Und auch so eine kleine Tasche. Alles habe ich da gelassen. Und da habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, was passiert. Da stehen, ein paar Tage später, ich bin gerade gelandet, habe keinem erzählt davon, stehen zwei Leute vor meiner Haustür, schenken mir einen Anzug, einen nagelneuen. Das war damals noch D-Mark-Zeit. 1200 D-Mark damals. Aber vom allergemeinsten Teil. Gott führt uns nicht von Mangel zu Mangel oder führt den Mangel aus, sondern wir leben in einer ganz anderen Dimension. Aber da muss ich wachsen, da muss ich reif werden. Versteht ihr? So, warum haben wir als Deutsche so damit zu tun? Warum? Weil wir leben hier in Deutschland in einer Kultur, wo man anpacken muss. Wir sind alle geprägt in den letzten 400 Jahren von unseren deutschen Dichtern, zum Beispiel Goethe, der sagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das bedeutet also, seine Bewertung des Menschen als edel, hilfreich und gut wurzelt darin in der sogenannten Gnosis. Der Gnosis ist also etwas, wo der Johannes schon öfters gesagt hat, das ist die Lehre der Nikolaiten, und die Gnosis, das ist die Selbsterlösung. Ich kann euch das jetzt lang erzählen, aber dann würdet ihr hinterher sagen, hör auf, ich kapiere gar nichts mehr. Das ist die Selbsterlösung dem faustischen Menschen. Also wer von euch Abi gemacht hat, musste also Faust lesen von Goethe. Da ist die gnostische Lüge wieder angegeben, die Selbsterlösung der Menschen im christlichen Gewande eingekleidet. Das heißt, der faustische Mensch, der seinen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, wird am Ende durch Engelswesen zugesprochen. Das ist die deutsche Kultur. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also ich muss anpacken, und das hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Gottes bedeutet, ich hisse die weiße Fahne, ich sage, ich schaffe nicht alleine, Herr, hilf mir. Richtig? Also, unser deutsches Denken, und deshalb haben wir so viele Probleme, ist tief gekennzeichnet von einer Verirrung im Denken. Wir sind verirrte Denkende. Der Todeskeim der menschlichen Selbsterlösung und der Selbstüberschätzung ist überall in unserer Gesellschaft und sogar bei den Christen zu finden. Die zweite Lüge, die der Teufel initiiert hat, ist, dass er sagt, ich werde den Christen klar machen, es gibt ihn gar nicht. Der deutsche Wissenschaftler von Dürkheim sagt, es ist eine List des Teufels, den Menschen beizubringen, dass es ihn nicht gäbe. So, jetzt kommt die nächste Folie, 23. Da bedeutet die Grundeinstellung des Teufels. Jesus beschreibt das Handeln des Teufels an den Menschen mit den Worten Johannes 10,10. Er möchte die Menschen bestehlen. Er möchte die Menschen würgen. Was ist Corona? Ja? Und umbringen oder für ewig ins Verderben zu bringen. Das ist das, was der Teufel im letzten Grunde tun möchte. Er versucht mit allen Möglichkeiten, uns zur Sünde zu verleiten. Ja? Jetzt gehen wir mal zur Folie 24. Diese Sünde hat viele Namen. Aber wenn wir jetzt Zeit hätten, würden wir also euch diese Namen mit, würden wir diese Dinge durcharbeiten. Jeweils habe ich eine Bibelstelle weitergegeben. Sünde bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Wer will das Ziel erreichen? Wow! Ja. Ah nein, ich will das Ziel erreichen. Dann willkürliche Rebellion. Rebellion bedeutet, ich tue immer das genau das Gegensätze von dem, was Gott will. Hat sich das schon mal entdeckt? Sünde. Okay, in die Irre gehen. Levitikus ist 3. Mose. In die Irre gehen. Wir blicken manchmal gar nicht durch, was Gott von uns will. Richtig? Ja. Oder pervers handeln. Kennt ihr diese Perversen? Du denkst, boah, sind die pervers drauf. Hey, das ist Sünder. Das ist normal für Leute, die nicht mit Gott leben. Das ist ekelhaft. Schlechtes Handeln. Missetat an Menschen begehen. In die Falle laufen. Nächste Folie. Nein. Übertretung begehen. Du kriegst sie, wenn du willst, hast du einen E-Mail-Account? Gib mir deinen E-Mail-Account, ich schicke dir die Folie, die PPT zu. Okay. Perfekt.
Schick dir die zu. Übertretungen begehen. Oder wieder göttlich leben, Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, jemanden zum Fallen bringen, Schuld, dem anderen Finanzen schuldig bleiben. Das heißt, du hast dir Geld geliehen und gibst nicht zurück. Das ist Sünde! Das trennt dich von Gott! Du kannst dreimal Halleluja singen. Hör, Jesus, du hast mir die Sünden vergeben. Hey, du sollst das, was du geliehen hast, zurückgeben. Amen. Ja, Amen. Also, zusammen, nächste Folie. Zusammenfassend kann man sagen, dass es zwei Grundarten der Sünde gibt. Sünde als Grundlebenseinstellung. Ich will sein wie Gott. Oder ich will sein wie Gott, aber ich will an manchen Stellen auch mein eigenes Leben führen. Geht nicht. Entweder ganz Gott oder gar nicht. Okay? Und dann die Sünde als Auswirkung dieser Grundsünde. So, die Konsequenz. Nächste Folie. Die Konsequenz dieser Sünde lautet ewige Trennung von Gott. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Ich meine, die Evangelisten, übrigens morgen Abend treffen sich 15 Evangelisten in der Baptistengemeinde auf der Dahler Straße in Marxloh. Dahler Straße in der Baptistengemeinde. Schönen Gruß. Da sind also, die haben das Empfinden. Ich habe mit den Leuten jetzt gesprochen, gute Leute, wandert Bad Gandersheim, Bibelschule, die sollen unter den Moslems in Maxum eine Gemeinde kommen. Und die wollen morgen mit 40, 50 Evangelisten auf die Straße gehen. Und um 18 bis 19 Uhr gibt es eine Stunde Vorbereitung und dann ran an den Speck. Ne? Okay. Die Konsequenz der Sünde lautet ewige Trennung von Gott. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Guck dir mal die Leute an, die du liebst, die noch nicht Jesus kennen. Wo landen die denn? Die landen in der Hölle. Die wirst du nie wiedersehen. Versteht ihr? Und deshalb ist diese Botschaft, die wir haben, eine lebenswichtige Botschaft. Ja, Pastor, aber Gnade, hör auf mit Gnade. Ich liebe Gnade über alles. Aber das, was wir aus Gnade gemacht haben, ist keine biblische Gnade. Gnade bedeutet, ich werde bevollmächtigt von Gott, so zu leben, wie Gott möchte, dass ich lebe. Das ist Gnade. Alles andere ist keine Gnade, das ist irgendetwas. Wenn Gott sagt, ich möchte an dieser Stelle jetzt, ne, und ich weiß, pass auf, wenn jemand von euch jetzt sagt, ich habe so viele Baustellen in mir, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, dann sagt er, Heiliger Geist, wo soll ich anfangen? Fang mit einer Sache an. Wenn du 3 Monate dafür brauchst, das in deinen Lebensrhythmus anzubauen, wunderbar. Ja, wenn du zu faul bist, Bibel zu lesen jeden Tag, und Jesus, ich nehme den Geist der Buße jetzt von dir. Ja, ich werde jetzt anfangen, jeden Tag ein paar Minuten der Bibel zu lesen. Ich werde nicht mehr von YouTube abhängig sein, ich werde von deinem Wort abhängig. Amen. Verstanden? Ja. Nicht überfordern. Du kannst nicht 3, 4, 5 Sachen auf einmal machen, aber du kannst eine Sache oder 2 Sachen anfangen. Und dann geh nach vorne. Amen. Ewige Trennung von Gott ist die Konsequenz von Sünde. Zieht Gottes Zorn immer nach sich. Ja, manche Leute haben deshalb Probleme in ihrem Leben, weil sie nicht klar sind. Boah, ich gehe von Pleiten, Pech und Pannen. Du weißt gar nicht, was in meinem Leben alles passiert ist. Hey! Werd jetzt mal ehrlich. Mach mal, klär das mal in deinem Leben. Schmeiß die Sünde raus. Ja, ich hab schon Probleme. Hör auf zu winseln. Werde ehrlich vor Gott. Ja? Drittens, in der Hölle zusammen mit dem Teufel ewige Qualen zu leiden. Das ist die Konsequenz, wenn du in Sünde lebst. In der Hölle zusammen mit dem Teufel ewige Qualen zu leiden. Hast du Bock darauf? Nein. Ja, deshalb mach klar Schiff. In diesem Leben, viertens, werden
werden aus Sünde zunächst unsichtbare Stricke, die uns gebunden halten. Der Teufel gibt dir ein Angebot, ein Lügenangebot. Schaffst du nie. Du brichst nie durch. Dann sagst du, weißt du was? Hau ab. Weil meine Bibel sagt, mit meinem Gott. Oder vermag ich alles? Philipper 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus Jesus, richtig? Genau. Versteht ihr? Der kommt manchmal mit so subtilen Lügen. Du hast schon so oft probiert. Das fällt dir an die Hand, dass du das jetzt schaffst. Du bist doch frustriert, oder? Also, ne. Ich bin aus dem Dauerstand der Frustration am 3. Juni beim Seminar von Pastor Heuer rausgetreten. Amen. In jedem Mann. Frustration hat bei mir keine Landebahn mehr. Amen. Keine Landeerlaubnis. Frustration weg. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Ablehnung und frustriert sein und Panik. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. Die Gerechtigkeit ist für deinen Intellekt, du bist gerecht durch Jesus. Und die zwei Anteile, Freude und Friede, sind emotionale Anteile. Einmal Intellekt und zweimal Gefühle. Friede, Freude, das sind gefühlte Emotionen. Das sind für die Leute, die Kopfmenschen, die mehr Gefühle entwickeln müssen. Friede, Freude. Und für die Gefühlsmenschen ist Gerechtigkeit. Ich bin gerecht nicht aufgrund meiner Gefühle, sondern weil das Wort Gottes sagt, dass ich gerecht bin. Amen. Amen. So, 2. Timi 2,26. Wer liest das? Sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, da sie von ihm seinen Willen gefangen worden sind. Nochmal. Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, da sie von ihm für seinen Willen gefangen worden sind. Okay. Was hat der Teufel gemacht? Er hat einen Fallstrick ausgeworfen. Der Fallstrick, das sind immer Lügen. Er hat ja nur diese Möglichkeit der Lügen. Der sagt, die Diagnose vom Arzt sagt, das und das. Was bildest du dir eigentlich ein, dass du über die Diagnose des Arztes hinausgehst? Fallstrick. Weil das Wort Gottes sagt, in den Wunden von Jesus bin ich geheilt. Jetzt in diesem Augenblick fließt die Heilung von Jesus. Ich bin geheilt in den Wunden von Jesus, richtig? Amen. Der Fallstrick sagt, ne, stimmt nicht. Oder, das ist die erste Fahrprüfung nicht bestanden. Nein. Du wirst das nie schaffen. Was bildest du dir eigentlich an? Nächstes Mal wirst du wieder mit Pauken und Trompeten untergehen. Das ist, nee. Philipper 4,13 sagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, Christus Jesus. Amen. Amen. Ja? Also lass dich nicht durch Fallstricke des Teufels unnüchtern machen. Das steht hier drin. Da sie von ihm, Mario, für seinen Willen gefangen worden sind. Was heißt das? Durch die Fallstricke sind sie für seinen Willen gefangen worden. Durch die inneren Fallstricke sind die für seinen Willen gefangen genommen worden. So arbeitet er. Und das musst du zuerst erkennen. Ja, das werden wir gleich sehen, wie wir da rauskommen, ja? Gut. Jede Form der Sünde hat ganze Scharen unglücklicher Gefangenen an Händen und Füßen an sich gekettet. Diese elenden Gefangenen brüsten sich manchmal, fürstliche Freiheit zu haben. Keine andere Form des Sklaventums gleicht dieser. Die Sünde ist der übelste aller Sklaventreiber. Elend und Enttäuschung, wie man sieht. Verzweiflung und am Ende die Hölle. Dies ist der einzige Lohn, der die Sünde diesen Dienern zahlt.
Wie oft spreche ich mit den Leuten, die sagen, ich bin frei? Jo, klar. Du bist nur frei zu entscheiden, ob du mit Jesus oder ohne Jesus lebst. Alles andere ist programmiert. Luther hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, vom unfreien Willen. Du hast nur eine freie Entscheidungsmöglichkeit, nämlich dich für Jesus zu entscheiden oder nicht. Ich habe gerade jemand reden gehört, der gesagt, es gibt nur eine Entscheidungsmöglichkeit. Die Entscheidungsmöglichkeit, nämlich dich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Okay. Fünftens, Sünde stinkt immer. Sünde stinkt. Es gibt einen Schriftsteller, der hieß Jean-Paul Sartre, bekannter Schriftsteller aus Frankreich, hat in seinem Buch Die Fliegen Folgendes gesagt. Bevor er gestorben ist, hat er Folgendes gesagt. Ich stinke, oh wie ich stinke. Ich bin eine Ansammlung von Verdorbenheit. Ich habe tausend Male gesündigt. Ich stinke bis zum Himmel. Christen, die nicht klar sind, stinken. Da können die so viel Parfüm draufknallen, wie sie wollen. Die stinken. Und das Schlimmste ist dann immer, wenn die fromme Ausreden haben. Anstatt mal ehrlich zu werden, zu sagen, Jesus, pass mal auf, so geht das nicht. Hilf mir, gib mir den Geist der Buße, dass ich umkehre, dass ich wirklich wiedergeboren werde. Und nicht im menschlichen Anteil hängen bleibe. Kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der nachts auf einer Landstraße gefahren ist und fuhr, ohne dies zu merken, über ein Stinktier? Obwohl er von dem faulen Geruch irritiert war, dachte er, dass der Geruch aus dem nahegelegenen Wald kommen würde. Und weil der Geruch nicht besser wurde, dachte er, dass er von Stinktieren umgeben sein müsste. Was er nicht gescheckt hatte, war, dass er den Geruch des Stinktieres die ganze Zeit mit sich genommen hatte. Wenn wir uns auf Sünde einlassen, so fangen wir an, wie ein Stinktier zu stinken. Und manchmal riecht man diesen Duft schon 7 Meilen gegen den Wind. Und Gott möchte uns diesen stinkigen Geruch durch den Duft von Jesus ersetzen. Wie geht das? Nächste Folie. 1. Johannes 3, 8b. Herzog, wie liest du das mal? Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Was steht da? Also hier ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Ja, genau. Warum ist Jesus auf diese Erde gekommen? Um die Werke des Teufels zu vernichten. Genau. So einfach, ne? Jesus ist auf diese Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Genau. Jetzt muss man nur noch wissen, was die Werke des Teufels sind, richtig? So, da gehen wir jetzt mal an die Arbeit. Folie 29. Merkmale für Satans Werke. Folgende Merkmale sind Werke des Teufels im seelischen Bereich des Menschen und können Hinweise auf dämonische Mitbewohner sein. Also Untermieter. Der ganze Bereich von Zwängen, Phobien, Handlungen, Fantasie, die Unfreiheit kennzeichnen, Unreinheit, Lästergedanken, abnormer Zweifel, Unglaube, Diebstahlzwänge, Lügenzwänge, Putzzwänge, Zählzwänge, Kontrollzwänge, Süchte, Drogen, Alkohol, Nikotin, Fernsehsucht, Playstation, Computerspiele, Tabletten, Essen, Süßigkeiten, zwanghafte Masturbation. Reicht das? Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Genau. Wie geschieht das? Mach's Buße. Jesus schenkt mir den Geist der Buße. Ich will anfangen, die Dinge zu hassen, die du hast. Amen? Amen. So, der zweite Bereich. Davon gibt es ungefähr 7200. Jede Art von Angst. Krankhafte Angst vor engen Räumen. Krankhafte Angst vor offenen Plätzen. Immer neue Albträume. Alles Hinweise, dass Jesus da Buße schenken möchte und Veränderung schenken möchte. Und ich muss euch sagen, je
je klarer die Leute werden, je klarer die Leute sind, desto schneller werden die frei. Wenn die rumeiern und sagen, naja, an sich bin ich ja sonst ein ganz guter Christ, ne? Die Macke habe ich zwar noch, aber hey, mach ganze Sachen mit Jesus. Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Stimmen hören, Ekel vor normalen Dingen, Depression, Verzweiflung, Traurigkeit als Grundstimmung, Todessehnsucht, Selbstverstümmelung, Magersucht. Diese ganzen krankhaften Charaktereigenschaften. Es gibt manche Leute, wenn du mit denen bist, die sind nur am Streiten. Was wäre denn, wenn Eheleute mal anfangen, Buße zu tun? Ich meine echte Buße, nicht der andere, wenn der andere so ist. Was wäre denn, wenn wir alle mal Buße tun würden? Zorn, Jezorn, Hass, Kritiksucht, Verachtung, Neid, Eifersucht, Sorge, abgelehnt sein, Selbstablehnung, Angst vor Ablehnung, beherrschen, Leute zu beherrschen, Gesetzlosigkeit. Ich mach mein eigenes Ding. Ich lasse mir von niemandem was vorschreiben. Ich bin der Herr, mein Gott, neben mir gibt es keine anderen Götter. Das ist deren Wahlspruch. Manche Gläubige erleben diese Dinge an und in sich und werden obendrein gequält, dann noch von Anklage und Verdammnis. Diese Blockaden müssen niedergerissen werden, damit unsere Geschwister Wachstum in Charakter und Lebensspiel sowie Erfüllung im Leben mit dem Herrn erleben können. Aber die Sachen müssen, wenn die immer wieder hochkommen, die müssen offenbart werden. Die müssen angegangen werden. Und dann muss der Geist der Buße darüber kommen. So. Wie geschieht die Befreiung? Johannes Kapitel 8, 31 und 32. Das ist ein Fünf-Schritte-Programm. Magst du mal lesen, Kollege? Das ist jetzt die Folie 30. Die nächste Folie. Ja! Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glauben, wenn ihr in mein Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Genau, hier sind fünf Schritte. Ernst, erklär mal. Wie geschieht die Befreiung? 1, 2, 3, 4. Jesus sagte den Juden, die an ihn glaubten. Hast du gerade gelesen, richtig? So, was ist der erste Punkt? Der erste Punkt ist... Jesus sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Also die Voraussetzung für Befreiung ist, dass du glaubst. Du glaubst an wen? Jesus. Wer ist der Befreier? Jesus. Wer ist der Erlöser? Jesus. Wer ist der Heiler? Jesus. Genau. Ja? Du weißt, du hast eine Adresse. Dein Heiler, dein Befreier, dein Erlöser heißt Jesus Christus von Nazareth. Sag mal, mein. Mein. Befreier. Befreier. Erlöser. Erlöser. Und Heiler. Heiler. Heißt Jesus Christus von Nazareth. Heißt Jesus Christus von Nazareth. Amen. Jesus sagte den Juden, die an ihn glaubten. Zweiter Punkt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Was bedeutet das? Das ist die Konsequenz. Was bedeutet in seinem Wort bleiben? In ihm bleiben. Gemeinschaft haben. Lesen. Nein, was bedeutet im Wort bleiben? Ihr macht das zu kompliziert. In Jesus bleiben. Zu kompliziert. Lesen. Nein, was bedeutet in seinem Wort zu bleiben? Es bedeutet ganz einfach, in eurem Bewusstsein sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ganz einfach. Im Wort bleiben bedeutet, ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Ja? Das heißt, es gibt manche Bibelverse, das sind meine Bibelverse. Die hat der Herr nur für mich geschrieben. Ja? Und die, ich bin da immer sauer auf ihn, wenn andere dann auch, also empfiehlt, nein, wer kann ich. Also, ich bleibe in seinem Wort. Zum Beispiel, ich habe seit einigen Monaten immer wieder Nahum 1, Vers 7. Nahum ist ein kleiner alttestamentlicher Prophet, der
120 Jahre später, als Jona gelebt hat. Der sagt, Gott ist voller Güte. Jetzt denke ich über die Güte Gottes nach. Gott ist nur gut. Ja, aber warum war dieser komische Anruf? Gott ist voller Gut. Gott ist nur voller Güte. Aber der geht mir tierisch an. Gott ist voller Güte. Herr, warum gibst du nicht Geld? Gott ist voller Güte. Ja, das heißt, hier oben, wenn ich sage, Gott ist voller Güte, kommen manchmal andere Gedanken. Die sagen, aber wie kann Gott ein Gott der Güte sein, dass, weil die Sachen nicht so schnell passieren, wie ich die verändert haben möchte. Lass ich gar nicht mehr zu. Das sind alles unsägliche Diskussionen, die machen dich nur innerlich irre und wirre. Gott ist gut. Sag mal, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist voller Güte. Gott ist voller Güte. Und er achtet auf die, die ihm vertrauen. Er achtet auf die, die ihm vertrauen. Herr, ich möchte dir vertrauen. Herr, ich möchte dir vertrauen. Ich nehme jetzt Vertrauen von dir. Ich nehme jetzt Vertrauen von dir. Und deshalb? Deshalb. Bist du meine sichere Festung? Bist du meine sichere Festung. In Zeiten der Not? In Zeiten der Not. Hey, toll. Hey, toll. Ja, versteht ihr? So läuft das. Ich bin im Wort Gottes. Ich beschäftige mich mit dem Wort Gottes. Und je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, desto mehr antichristliche Gedanken versuchen, da reinzukommen. Ja? Vierfaches Ackerfeld. Jesus sagt, wer das nicht verstanden hat, hat alles andere nicht verstanden. Das vierfache Ackerfeld sagt, wenn du nicht im Wort bleibst, kommen Folgen. Dämonen. Und sagen, du bist ein Diadem. Hast schon 27 Mal probiert. Korrekt? Du hast eine Schnauze in Jesu Namen. Hier steht drin, der das gute Werk in mir angefangen hat, der wird es vollenden. Habt ihr? Sagt ja, nein? Ja. Halleluja. Ich bin auf Sendung. Genau. Ich bin immer noch online. Ich bin nicht offline. Ich bin nicht offline. Genau. Also, Jesus sagte zu den Juden, die an ihn glaubten. Wir glauben, richtig? Ja. Wer in meinem Wort, wer sich Gedanken über mein Wort macht? Murmeln. Ja? Klagemauer Jerusalem. Die orthodoxen Juden. Mit körperlichem Einsatz. Zitieren das Alte Testament. Und wir manchmal, ein Bibelvers, ich kann nicht auswendig. Ich schaff das nie auswendig. Ich sag, Kollege, was ist los? Was? An dem Tag, wo du wiedergeboren bist, hast du die DNA von Jesus. Alle Bibelverse von Jesus sind dir. Dann fängst du an mit einem Bibelvers. Ich habe da so Leute in der Vergangenheit geschult. Ne? Ein Pastor Rüdiger, ein Pastor Graffo, ein Pastor Juan. Und bei dem ersten Bibelvers haben die immer gesagt, das schaffe ich nie. Das ist viel zu schwer. Und dann kam der erste Bibelvers. Und dann kam der zweite. Und irgendwann haben die dich freigeschwommen. Da hast du gemerkt, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie es. Du brauchst halt nicht mehr zu betonen, jetzt haben sie es. Ja, und solange Leute noch immer rumeiern und sagen, ich hab da nicht, viel zu schwer, passiert gar nichts. Wirst du nicht reif werden. Die Reife geschieht nur durch das Verinnerlichen des Wortes Gottes. Ja? So, zweiter Punkt, dritter Punkt. So seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also wann bist du ein wahrhaftiger Jünger? Wenn ich in seinem Wort bleibe. Wenn du glaubst und in seinem Wort bleibst. Wenn du glaubst an sein Wort, bist du ein bisschen jünger. Wenn du nicht in seinem Wort bleibst und glaubst, bist du? Nicht in seinem Wort. Dann bist du dann? Irgendwas. Eine Kirchenkarteileiche. Aber du bist kein nicht sein Jünger. Ein Jünger bleibt in seinem Wort. Ein Jünger glaubt. Lebt in der Beziehung. Okay? Wenn diese drei Sachen passiert sind, sagt die Bibel zwei andere Sachen, die dann passieren werden. Viertens, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wahrheit ist eine Person. Wenn habt ihr schon mal erlebt, Bibelvers war total verschlossen, überhaupt nicht kapiert, plötzlich geht es von vorne weg. Bam! Und du merkst, ey, jetzt redet der Himmel zu mir. Da erkennst du was. Da ist ein Vorhang weggenommen worden. Du erkennst, dass Gott zu dir redet. Bam! Richtig? Amen. Die Voraussetzung für die Wahrheit zu erkennen ist, erstens, an Jesus zu glauben, in seinem Wort zu bleiben und dadurch sein Jünger zu sein, in Jüngerschaft zu leben.
Jüngerschaft hat nichts damit zu tun. Und manche Leute sagen, ja, ich bin jetzt ein Jüngerschaftsapostel. Grafo, beeindruckt mich gar nicht. Mich beeindruckt nur, glauben die, bleiben die im Wort und ist zu erkennen, dass sie in Buße leben, dass sie wirklich mehr und mehr wie Jesus werden. Das beeindruckt mich. Alles andere, alle Sprüche, alles fromme, charismatische Sprüche, um das Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Ja. Ja. Genau. Beeindruckt mich gar nicht. Ja. So, und dann werden wir die Wahrheit. Und jetzt kommt der Hammer. Herzog, jetzt musst du aufpassen. Das ist jetzt der Joker für den heutigen Tag. Jetzt pass auf, was geschieht? Was geschieht? Damit die Wahrheit freigibt. Die Wahrheit, die erkannte Wahrheit, macht euch ohne Befreiungsdienst, ohne Seelsorge. Plötzlich erkennst du, diese Wahrheit gehört mir und im nächsten Augenblick kommt der Autor der Wahrheit zu dir und sagt, die erkannte Wahrheit macht dich jetzt frei. Amen. Das heißt, diese tagelang, diese monatelang, diese jahrelangen Seelsorgeprozesse kommen zu einem Ende. Was ist die Voraussetzung? Glauben. Wir haben diese lebendige Glaubensbeziehung. Wir beschäftigen uns auf der Bewusstseinsebene mit dem Wort Gottes. Dadurch sind wir seine Jünger. Wir qualifizieren uns als seine Nachfolger. Wir werden dann in dem Zusammensein mit Gott, wird er uns bestimmte Bibelverse immer wieder lebendig machen. Bis dann auch du erkennst, dieser Bibelvers ist offensichtlich ein frisches Rhema-Wort von Gott für mein Leben. Amen. Ja? Und während du dieses Rhema-Wort bekommst, sind die freimachenden Kräfte des Wortes Gottes tätig, damit du frei bist. Amen. Halleluja. Amen. In Russisch, Slava Bogu! Boah. Also, wenn euch das nicht gefällt heute, mir gefällt es. Ja. Also, die Bedingung, unter der Gott eingreift und sein Volk befreit, ist Gehorsam zum Wort Gottes. 5. Mose 30, 1 bis 3 sagt die Bibel, und es wird geschehen, wenn du umkehrst zum Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Gott erbarmt sich, 5. Mose 30, 1 bis 3. Praktischer, gehorsamer Alltag bringt Wohlergehen und gute Tage. Und das geschieht dadurch nicht aus eigener Kraft, sondern es geschieht, wir sind nach Johannes 8, fleißig im Bleiben des Wortes Gottes. Wer dazu nicht bereit ist, wird biblisch gesehen nie richtig heil und frei werden. Das heißt, dieser Mensch bleibt in seelischen Anteilen seiner Bekehrung hängen, wird also wenig Übernatürliches von Gott erleben. So, es muss also im Leben des Betroffenen ein Grund dafür vorhanden sein, dass der Teufel immer noch wirken kann bei dir. Guck mal, wenn ich von Jerusalem nach Düsseldorf fliege, dann muss der Tower Düsseldorf meinem Flugzeug die Erlaubnis geben, dass ich landen kann, richtig? Mhm. Sonst mache ich eine Endlosschleife. Habe ich euch die Geschichte mal erzählt? Ich bin von der Türkei geflogen, ne? Und ich sollte in Düsseldorf landen. In Düsseldorf war Unwetter. Da sind wir in Hamburg gelandet. Weil in Hamburg haben sie gesagt, ey, 2 Stunden, 2,5 Stunden aufladen. Okay, mit der ganzen Familie. Da sind wir von Hamburg losgeflogen, da war wieder Unwetter in Düsseldorf. Sind wir in Köln gelandet. Da hatten wir 2 Möglichkeiten. Entweder konnten wir dann mit dem Bus nach Düsseldorf oder wir konnten im Flieger bleiben, bis das Unwetter vorbei ist. Wir haben dann gebetet, haben innerlich empfunden, wir sollen drin bleiben. Und dann nach 1,5 Stunden ist der Flieger dann nochmal losgeflogen, da sind wir in Düsseldorf gelandet. Ja? So, der Teufel darf bei dir nur landen,
wenn du ihm Landeerlaubnis gibst. Epheser Kapitel 4, 27, nächste Folie, 31. Warum können solche zerstörerische Kräfte noch in und an dir wirken? Epheser 4, 3, 27 sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Keinen Raum. Ja? Und wenn du jetzt den Kontext, also den Textzusammenhang mir mal anschaust, in dem der Paulus das sagt, wirst du sehen, jetzt aus Zeitgründen mache ich das ein bisschen schneller, mangelndes Bekenntnis, mangelnde Wiedergutmachung von Tatsünden. Das heißt, wenn du irgendwelche Tatsünden gemacht hast und du kriegst keinen Frieden drüber, das gibt dem Teufel Raum. Klär die Sachen ab. Mangelnde Vergebungsbereitschaft für Menschen, die dich verletzt haben. Vergebungsbereitschaft, weiß ich, habe ich hier tausendmal gesprochen. Aber pass mal auf. Was wäre denn, wenn die Sintis mal anfangen, den Deutschen zu vergeben? Was wäre denn, wenn die Deutschen mal anfangen, den Sintis zu vergeben? Was wäre denn mal, wenn die junge Generation den Eltern vergibt, dass sie sie immer so versuchen klein zu halten und ihnen zu sagen, wir haben keine Ahnung? Was wäre denn, wenn die Eltern mal den Jüngeren vergeben, weil sie den Eltern respektlos sind? Was wäre denn da? Was wäre denn, wenn die Armen mal den Reichen vergeben und nicht sagen, diese Bonzen, die klauen mich. Was wäre denn, wenn wir nicht nur individuell vergeben, sondern anfangen, als Gesellschaftsgruppen mal uns gegenseitig zu vergeben? Der ganze Palaver, den wir im Augenblick haben hier in Deutschland, ist, weil die unterschiedlichen Gruppen sich nicht vergeben haben, ist überall Unvergebenheit. Die Armen, die Reichen sein, die sind nur arm, weil sie faul sind zu arbeiten. Stimmt aber nicht. Die meisten Armen sind, die arbeiten sehr hart. Was wäre denn, wenn da mal Vergebung kommt? Und solange keine Vergebung ausgesprochen wird unter den Gesellschaftsschichten, hat der Teufel guten Raum und kriegt er seine Energie. Der Teufel, die Bibel sagt, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Warum hat der Schwatter eine Autorität? Weil über Lügen er sich Autorität reinholt. Und Christen würden anfangen, mal clever zu werden, indem sie sagen, wir geben alle Leute frei. Was ist denn mit Kirchen, die diese Kirche verteufeln? Wir schicken ihnen die Freiheit. Ach, lass sie doch reden über uns. Dass solange wir gegenüber denen nicht sauer sind. Vergebe! Katholische Kirche, lass sie erzählen. Evangelische Kirche, lass sie erzählen. Andere Frage in Häusern, eine Blumentasche, also ein ganz wilder Haufen. Ne? Einfach loslassen. Versteht ihr? Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Durch mangelnde Vergebungsbereitschaft. Rebellion, Stolz wird angegeben. Du hast aufgezeigt. Achso. Du kannst ruhig fragen. Kein Ding. Hab keine Schwierigkeiten damit. Ungeklärte Sünden. In diesen Bereichen können den Dämonen das offizielle Recht geben, ihr zerstörerisches Werk fortzusetzen. Nicht die besiegten Dämonen sind das Problem, sondern dein und mein ungeheiligter Lebensstil. Dieser ungeheiligte Lebensstil wird auch Werk des Fleisches genannt. Das ist der Nährboden, auf dem finstere Mächte gedeihen. Folie 32. Könnt ihr noch? Ja. Also ich laufe in Hochform auf. Obwohl ich merke, die Aufmerksamkeit lässt nach hier. Nein, nein. Doch, glaub mal. So. Wir sind bald am Ende. Bisschen haben wir noch. Guck mal. Wer liest mal? Du liest mal jetzt Epheser Kapitel 5, 11, 14 a. Und du liest mal Sprüche Kapitel 28, 13. Mit Brille oder ohne Brille, ist mir egal. Hab's mal lesen. Und hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stell dich vielmehr bloß. Oh, stopp! Das heißt, wir sollen mit diesen Dingen nichts gemein machen, sondern wir sollen diese Dinge öffentlich machen und sagen, das sind Werke des Teufels. Fertig. Wir sollen die klar machen
Und nicht sagen, wir haben alle Probleme. Nur Gott, ja. Klar, ja, okay, weiter. Denn was heimlich von Ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schädlich. Schädlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Versteht ihr? Der Teufel versucht immer im Dunkeln zu arbeiten, versteckt. Und Gott ist genau andersrum. Wenn er den Lichtschalter anmacht, das ist bloßgestellt. An einer Stelle habe ich jetzt zu Hause geputzt. Ne? Ich habe gedacht, sauer. Und da kam jetzt die Sonne. Ich sage, Katastrophe. Ja, was hast du denn da gemacht? Und da kam sofort noch der Staubsauger nochmal ein Pfund Spinnen. Und Staub. Verstanden? Also, je mehr Licht kommt, desto klarer werden wir. Deshalb, Jesus, schalte das Licht an. Ja? Weil wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Das, was wir erlebt haben bis heute, hier in Deutschland, ist minimal von dem, was Gott wirken könnte. Was hindert Gott daran? Das sind keine Dämonen, die sind alle besiegt. Das bedeutet, dass wir klar werden müssen, in unserem Leben stehen. Amen! Amen! Yes! Gut. Weiter. Alles, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Also alles, was sichtbar wird, was öffentlich gemacht wird, das ist Licht. Das kann uns nicht mehr im Verborgenen quälen. So, jetzt kommt das Pendant aus dem Alten Testament, Sprüche 28, 13. Wer seine Taten zudeckt oder verheimlicht, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Genau. Verstanden? Also wenn irgendetwas, was der Heilige Geist aufgezeigt hat, wenn du das heute vor Jesus bringst, wird die Zwanghaftigkeit dieser Sünde gebrochen sein. Halleluja. Folgende Tatsachen müssen ans Licht gebracht werden und aus unserem Leben hinaus bekannt werden. Alle okkulten Praktiken, also alle übernatürlichen, widergöttlichen Praktiken, durch die man Einsichten außerhalb des klar abgegrenzten biblischen Rahmens bekommen möchte oder das Verlangen nach Macht über Menschen und Umstände sind hier angesprochen. Ich gehe mal jetzt mal davon aus, dass das meiste von euch, was hier drin steht von euch, wenn ihr das gemacht habt, schon bereinigt ist. Also jede Art von Horoskope, Astrologie, Kartenlegen, Pendel, Hypnose, Zauberei, Eurythmetik, Fußzonen, Reflexmassage, Kontakt mit dem Teufel und Geistern, Totenbefragung, Drogen, Yoga, Spiritismus, durchs Feuer gehen, Zauberei, bestimmte Arten der Akupunktur, Drogen, alles das muss in Jesu Namen weg. Amen. In Jesu Namen weg, muss ans Licht gebracht werden. Dazu können gehören Taekwondo, besonders wenn da Mantren angesprochen werden, Kung Fu, Karate, Parapsychologie. Andere Tatsünden. Ich habe öfters in meinem Leben Leute gehabt, die andere Leute ermordet haben. Ne? Die haben keine Ruhe bekommen. Und ich kann mich noch an einen Mann erinnern, da habe ich in einem Amphitheater gepredigt, evangelisiert. Und dann sagt er, Pastor, ich habe jemanden ermordet. Ich kann nicht mehr schlafen. Kann ich davon frei werden? Ich sage, klar. Bekenne deine Schuld vor Gott. Und dann gehst du zur Polizei und stellst dich. Fertig. Mord, Gewalttätigkeit, Abtreibung, Diebstahl, Manipulation, Lüge, Betrug, Herrschen über Menschen. Alles das sind Tatsünden, die man bekennen muss. Kontrollzwänge muss man bekennen vor Gott. Perverse Tatsünden, Inzest, Vergewaltigung, Sodomie, Masochismus, Homosexualität, Sadismus, sexueller Kontakt zu Geistern und Toten. Die Fantasien, die dich zum Masturbieren führen, oder mit nackten Männern oder Frauen durch Fantasie Kontakt hast. Das muss alles gebrochen werden. Schockerlebnisse, Unfälle, Miterleben eines heftigen Streites,
Ich habe jetzt mit einem Mann gesprochen, der ist als Vierjähriger vom Papa im Wohnzimmer dazu motiviert worden, einen Horrorfilm sich anzugucken. Und er konnte nie schlafen. Da habe ich mit ihm gebetet. Der hat dem Papa vergeben. Und dann haben wir gebeten, dass der Herr diese Horrorbilder heilt. Der war innerhalb von, ich würde sagen, die Session hatte 30 Minuten gedauert, der war frei. Amen. Der war frei. Ja. Satanisch inspirierte Rockmusik. Satanisch inspirierte Rockmusik. Es gibt bestimmte Art von Musik, ne? wo du merkst, dass die Leute mit Geistern in Kontakt und versuchen dann eben das rüberzubringen. Backward Masking kennt ihr wahrscheinlich. Aber auch dieses ganze religiöse Getue, wo also Leute nach außen so einer fromm machen und du merkst, da ist keine Substanz hinter. Das muss gebrochen werden. Amen. Gott hat kein Interesse an diesem ganzen religiösen Schmarrn. Wir sollen ehrlich sein. Wir sollen echt sein. Und die Leute spüren das, wenn du echt bist. Das ganze Rumgeeierer, das ganze charismatische Spielzeug mit Schofferhorn und mit Tambourin und dann mit Flaggen und den Leuten zeigen, wie toll und geistig wir sind. Lass den ganzen Dreck doch mal. Werd doch mal ehrlich von Gott. Und wenn du ehrlich von Gott bist, dann kannst du die Sache auch nehmen. Ne? Aber den Leuten dann zu zeigen, nur weil du dieses charismatische Spielzeug benutzt, dass du geistlich bist, vergiss es. Das hat richtig gut getan, jetzt zu sagen. Bestimmte Sünden bei den Vorfahren, also wo Wiederholungszwänge sind, über Generationen. Na? Das gibt bei Sinti solche Dinge, das gibt bei Deutschen solche Dinge. Aber wenn die immer wiederholt werden, muss gebrochen werden. Es kann nicht sein, dass ihr der Sinti-Kultur und dem Beispiel der Kultur des Reiches Gottes dient. Geht nicht. Amen. Wir können als Deutsche auch nicht sagen, wir dienen der deutschen Kultur. So ein Quatsch. Wir dienen einer neuen Kultur, dem Reich Gottes. Halleluja. Die tamilische Kultur ist genauso pervers wie die deutsche und die Sinti-Kultur. Hier gibt es nur eine Kultur, das ist die Kultur des Reiches Gottes. Halleluja. Versteht ihr? Ich meine, wir können jetzt leicht Amen sagen, ne? Aber das sind Sachen, die über Jahrtausende gewachsen sind. Guck mal, ich habe 2001, ne, habe ich eine Serie gestartet, die 10 Lügen, die Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren über Frauen erzählt. Da habe ich so richtig Gas gegeben. Die Bibel genommen, Gas gegeben, Frauen freigesetzt, dass sie frei werden in ihrer Bestimmung in Gott. Und ich habe jetzt gedacht, wunderbar, habe mich vorbereitet, 60 Seiten, boah, richtig, ganze Serie, 10 Sonntage gesprochen, bam, jetzt sind die Frauen freigesetzt. Jetzt sage ich nach 20 Jahren später, sage ich, ich müsste das jeden Tag predigen. Das ist so fest drin, dass die Frauen sich zweiklassig vorkommen. Und wir Männer versuchen dann eben von oben. Und für mich ist es heute ganz einfach. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Frauen und Männer. Es gibt zwei Arten von Leitern. Frauen und Männer. Einige Frauen sind Leiter, einige Frauen sind keine Leiter, einige Männer sind Leiter und einige Männer sind keine Leiter. Das ist ganz einfach. Ja, ist alles nicht kompliziert. Na, da kommen dann die Leute mit ihren 4 Bibelstellen. Ich sage, bist du denn bereit, mal wirklich ins Bibelstudium zu gehen? Und ich mache die alle mundtot. Die Frau soll nicht lernen. Ich sage, pass auf, liest doch mal in die Bibel, was da wirklich steht. Die Frauen waren ungebildet, die saßen hinten in den Gottesdiensten, haben den Mann dann im Gottesdienst gefragt. Was hat er denn da gemeint, der Prediger? Erklär mir das mal. Und der Paulus sagt, die sollen im Gottesdienst nicht stören. Ich würde heute sagen, Männer sollen genauso nicht stören wie Frauen. Ja. Na, so fange ich an, diese Dinge freizusetzen, aber der Befreiungsprozess von Dingen, die kulturell über Jahrtausende gewachsen sind, ja, das ist heftig. Ja. Das ist echt heftig. Aber ich bleib dran. Ich bleib dran. Okay. Okay, der Weg zur Befreiung.
Folie 34, ich habe noch zwei Folien, dann sind wir durch. Ich habe es geschafft. Amen. Mach weiter. Ich weiß, bis am Samstag werde ich ja sehen, ob du kommst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil die Leute, die sagen, ich komme. Nein, 34, der Weg zur Befreiung. Bekenne deine Schuld. Vor Gott. Ja? 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller unserer Ungerechtigkeit oder Schuld. Ja? Wenn wir unsere Sünden öffentlich machen. Es gibt manche Sünden, die möchte ich nicht hier, dass wir die hier öffentlich im Gottesdienstsaal machen. Das sind Sachen, die man vertraut unter vier Augen macht. Ja, dann nimm dir jemand, eine Person deines Vertrauens, spricht darüber. Aber ich habe das eben mit dem Lichtschalter gemacht, bestimmte Sachen, wo der Heilige Geist gesagt hat, da muss jetzt Licht rein, da lass den Schalter, mach den Schalter an. Es wird dir nichts Böses passieren. Ja? Wenn hier in diesem Raum einer ist ohne Schuld, werfe den ersten Stein oder er schweige für immer. Oder er schweige für immer. Verstanden? Ja. Ja? Also bekenne deine Schuld vor Gott. Mach es öffentlich. Das zweite ist Umkehr und Abkehr von diesen Zartsünden. Umkehr und Abkehr. Das heißt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Also drittens, Vernichtung aller Gegenstände, die mit der Sünde zu tun haben. Totales Brechen aller Beziehungen zu Menschen und Kreisen, die den bisherigen sündigen Lebensstil pflegten. Das heißt also, Leute, die dich immer wieder zurückziehen in diesen alten Lebensstil, wenn du sagst, pass mal auf, du kannst jetzt, hast zwei Möglichkeiten, entweder wirst du dein Leben mit Gott ordnen an dieser Stelle oder wir trennen uns. Du musst eindeutig werden. Dieses Rumhampeln bringt keinem was. Ja? Klar werden. Buddha-Gegenstände weg, raus. Ja, bestimmte Bücher, die dich an bestimmte alte Sachen raus. DVDs, die dich zurück erinnern an Dinge, die du getan hast, die nicht gut waren, raus. Ja, geklaute Software, raus. Bestimmte Software, die dich von Gott abhält, raus. Weg damit. Aber dann muss ich 3 Tage arbeiten. Ja, mach 3 Tage. Kläre. Warum? Du willst doch weiterhin Gott. Du willst doch Gott erleben. Du willst doch, dass Gott in seiner Power kommt. Also, das ist der Preis. Der Preis ist, dass ich mit diesen Dingen klar breche. Ja? Verstanden? Die geheimen Porno-Links. Alle weg. Alle weg. Darknet. Alles weg. Telegram. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Alles, was sich an den falschen Lebensstil erinnert, alles weg. Komplett. So, dann 35. Befehlen im Namen Jesus, dass die dämonischen Kräfte weichen. Das bedeutet, wir nehmen Autorität darüber, im Namen von Jesus, diese Dinge müssen weichen. Befreiung kann wieder verloren gehen, wenn man vorsätzlich in die Sünde zurückkehrt, die zur Unfreiheit geführt hat. Das heißt also, wenn du, ich hatte mal mit einem Teenager, 15, 16 Jahre, der hat also unendlich lang jeden Tag mit der Spielkonsole zu tun gehabt, ja? Mit PlayStation, damals 4. Heute 5. Und ich habe gesagt, pass mal auf. 2 Sachen sind jetzt wichtig. Bitte Gott um Vergebung, dass du dich hast gefangen nehmen lassen in PlayStation. Also immer dieses Exzessive, diese 8, 10. Also wenn du mal eine Stunde machst, kein Thema. Ne? Aber ich meine, wenn es gute Spiele sind, also nicht diese Gewaltdinger. Aber diese 18, 12, ihr wisst, was ich meine, ja? Dass ich nicht falsch verstanden werde. Da muss auf der einen Seite muss das gebrochen werden, musst du Gott um Vergebung bitten. Auf der anderen Seite, du wirst nur dauerhaft frei werden,
Wenn du dieses fremde Feuer, das in dir brennt, ersetzt durch das Originalfeuer des Heiligen Geistes. Und ich sehe das heute noch. Ich war damals noch Pastor im CCR und er sitzt in meinem Büro. Er sitzt mir gegenüber, vielleicht 3-4 Meter entfernt. Ich sage, komm, jetzt bekenn deine Schuld. Er bekennt seine Schuld. Ehrlich. Und dann sage ich, Heiliger Geist, jetzt komm auf ihn. Im nächsten Augenblick fängt er an, in Sprachen zu beten. Er fängt an, sich elektrisch zu schütteln. Ne? So elektrische Ströme gingen durch ihn durch. Ne? Und er kam dann eine Woche hinterher zu mir und sagte, alles gebrochen. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf PlayStation. Der hat keinen Bock mehr auf PlayStation. Ne? Total frei geworden. Der ist heute ein gesegneter Evangelist. Regelmäßig geht er in unterschiedliche Städte und evangelisiert. Wunderbar. Ha? Wunderbar, ne? So, also. Wir befehlen im Namen Jesus, die dämonischen Kräfte weichen. Es ist klar, dass wir einen klaren Lebensstil haben. Dabei, damit wir nicht wieder zurückfallen in die alten Sünden, ist notwendig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass wir mit ihm zusammenleben, dass wir im Wort Gottes bleiben. Das, was du gerade gelesen hast, Johannes 8, 31, 32. Wir bleiben im Wort Gottes, wir bleiben in der Gemeinschaft der Christen. Das ist ein wichtiger Schutz vor den Kräften, die zurückkehren wollen. Lukas Kapitel 11, 24, 26 sagt die Bibel, wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch die öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diese Menschen als am Anfang. Das heißt, es macht keinen Sinn, Leute zu befreien, die nicht klar im Lebensstil leben wollen. Macht keinen Sinn. Warum wird hinterher 7-fach schlimmer? Und deshalb brauchen wir den Geist der Buße, der Veränderung, dass wir sagen, wir wollen eindeutig mit Gott leben. So, letzte Folie. Umkehr. Jetzt erstmal die Frage, ob ihr noch Fragen habt. Bist du gesättigt? Hast du genug? Ja, bis Samstag musst du wieder frisch werden. Ne? Gut. Habt ihr Fragen? Hast du eine Frage? Du erwähnst immer so das Darknet. Das ist nicht mehr. Telegram hat das ersetzt. Okay. Danke. Okay. Ich habe eine Frage wegen dem Jehova. Das hat mich echt irritiert. Bitte? Wegen dem Jehova. Das hat mich echt irritiert. Die 5 Fußmassagen, ne? Okay, also pass auf. Es gibt bestimmte Arten von Yoga, wo du bestimmte Dinge, zum Beispiel Mantren, sagen musst. Oder bei der Fußreflexmassage musst du bestimmte Dinge tun als Methode. Ja? Und wir dienen keinem Gott der Methode, wir dienen einem Gott, wo unsere Hilfe von Gott kommt. Wenn du also hier ein bisschen reibst, oder ein bisschen, aber diese Methode an sich ist die Schwierigkeit. Oder wenn du ein Mantra sagst, will ich gar nicht nennen, weil ich will der anderen Seite keinen Raum geben. Versteht ihr? Klare Sache. Was du wahrscheinlich meinst, sind Entspannungsübungen. Ja, genau. Ja, wenn ich jetzt Entspannungsübungen mache, zum Beispiel, ich gehe vom Kopf, von meinem angestrengten Denken jetzt, durch die 2-3 Stunden, wo ich jetzt hier bin, oder wie lange bin ich jetzt hier? 3-3,5 Stunden, ne? Jetzt gehe ich von meiner Angespanntheit hier in die Leibesmitte rein. Ich komme zur Ruhe innerlich. Wunderbar. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Methode, in dem ich sage, ich muss jetzt diese Programmteile machen. Ich brauche zum Beispiel eine bestimmte Art von Musik. Bei bestimmten Yoga-Arten wirst du bestimmte asiatische Musik hören. Musst du ja nicht. Du kannst jetzt Anbetungsmusik. Es gibt einen Sender von CBN, Sela heißt der.
CBN, Christian Broadcasting Network, Sela. Ja, das ist nur, diese ganzen Anbetungslieder, die wir singen, nur instrumental. Also nicht nur immer Heide Witzka, ja, sondern immer so, sondern mal ganz ruhig. Mach's mal. Guckst du an. Bete es leise Gott an. Das ist ja jetzt kein Yoga, sondern einfach zur Ruhe kommen. Das ist ja das, was Hebräer 4,1 sagt, auf 4,1 bis 11, wir gehen in die Schabbatruhe von Jesus. Wir kommen zur Ruhe. Obwohl wir beschäftigt sind, sind wir innerlich total ruhig. War der Unterschied klar? Ja. Und bei der Fußzonenreflexmassage, da geht es also im Wesentlichen darum, dass die denken, bestimmte Methoden bringen dich zur Entspannung. Aber dein Entspanner heißt Jesus und nicht die Methode. Mhm. Verstanden? Mhm. Und wenn du dich da kneten lässt, ist doch gut. Aber denkst an Jesus, ne? Okay. Verstehst du? Gut. Unser Erlöser hat einen Namen, der ist Jesus Christus von Nazareth. Ja? Okay, nächste Frage. Akupunktur. Ich krieg Akupunktur für den Rücken. Ja, ich meine, es gibt, ich habe ja gesagt, bestimmte Arten von Akupunktur. Ja, deswegen, ne, frage ich ja. Ja klar, total, total lieb, danke. Es gibt zum Beispiel Nadeln, die besprochen sind vorher. Nein. Na, also derjenige, der das macht, zum Beispiel chinesische Formeln weitergibt, kommt für uns nicht in Frage. Wir brauchen keine chinesische Formeln und Jesus, wir brauchen nur Jesus. Na, wenn es also diese Nadeln sind, die also nur Schmerz rausholen, wo du weißt, es ist nicht besprochen, das kannst du ja mit dem Arzt vorher fragen, sprechen. Ne? Ist das keine Schwierigkeit. Aber da die besprochen worden sind, kann ich nur dringend vorwarnen. Cool. Aber woher weiß ich denn, wenn der das macht, dass die besprochen sind? Du kannst ja fragen. Aber du hast ja den Frieden Gottes in dir als Schiedsrichter. Na, es kommen jetzt Leute immer wieder zu mir, soll ich mich impfen lassen, bla 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 bla. Ich sage, hast du dich informiert? Hast du Frieden? Wenn du dich informiert hast und Frieden hast, fein. Hast du dich informiert, hast keinen Frieden, mach es nicht. Du musst es entscheiden. Keiner kann die Entscheidung von dir wegnehmen. Kein Pastor, nichts. Na, wenn irgendwas schief läuft, ist der Pastor dann zuständig, verantwortlich für das, was schiefgelaufen ist. Du musst entscheiden, fertig. Jeder für sich. Ist ja auch bei verschiedenen, also asiatischen Kampfsportarten, ja, dass sie im Vorfeld irgendwelche Mantras oder jemand anderen ehren. Und komm mal zum Thai-Boxen, die haben auch irgendwas vorher gesagt und habe ich nicht mitgemacht. Die Verneigung nicht und. Ja. Da bin ich mal irgendwann hingegangen, weil ich da ein paar Jahre lang gemacht habe. Ich sagte, was sagt der denn da? Er sagte, wir machen die vom thailändischen Militär diese Variante. Und dann ist so mehr oder weniger, seid ihr bereit zu kämpfen und. Ich denke, da kann ich mitmachen. Ist okay. Ja, ja. Aber sonst haben die auch solche klassischen Dinge. Also das, ich habe ja gesagt, ne, es gibt bestimmte Arten, da können wir nicht mitmachen. Zum Beispiel bei den Mantren oder eben bei den besprochenen Nadeln bei der Akupunktur, geht gar nicht. Weil ich will dem Teufel doch keinen Raum geben, keine Landefläche. Genau. Ha? Ich möchte doch weiter, ich möchte doch durchbrechen, das Neue von Gott. Amen? Amen. So, ich mache jetzt noch ein Gebet für die Leute, die zugeschaut haben, und dann beten wir, ja? Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier in der Arbeit bist. Ich bete das für alle Leute, die zugeschaut haben, Gott, dass die durchbrechen in das Neue. Vater, du hast so wunderbare Dinge vorbereitet für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Und ich bete, dass alle die, Herr, die jetzt angesprochen sind, Herr, dass die genau die Punkte wissen, Herr, die Punkte, wo sie jetzt Durchbruch erleben dürfen, Herr, in Jesu Namen. Ich segne euch mit Durchbruch. Ich segne euch in den Durchbruch, in Jesu Namen. Und ich möchte euch segnen mit dem, was wir gerade gelesen haben. Dafür ist der Sohn Gottes offenbart worden, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich segne euch mit dem auferstandenen Jesus. Empfangt Freiheit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wir haben diese E-Mail-Adresse info@ccr-net.de und wir wären happy, von euch zu hören, auch zu hören, was ihr an Fragen habt oder was ihr erlebt habt während des Vortrages. Und wir wünschen euch noch einen tollen Tag und Gott ist lebendig.